Damit wir zeigen können, dass bei der Kooperation der Teammitglieder mehr Gewinn rauskommt als ohne, müssen wir erstmal zeigen, wie viel Gewinn ohne Kooperation rauskommt. Und bei Nicht-Kooperation, wenn also jeder der beiden, also der BWL für sich und der Ingenieur für sich, wenn jeder der beiden für sich ein Unternehmen gründet, ergibt sich als Gewinnfunktion folgendes. Gewinn ist immer noch definiert als Erlös minus Kosten, aber der Erlös hängt jetzt nur noch von dem eigenen, von der eigenen Arbeitsleistung ab. Das heißt, da kommt dann nichts mehr mit diesem Produktterm. Und die Kosten sind nach wie vor so definiert, dass die Arbeitsleistung quadriert mal C eben die Kosten ausdrückt, die Opportunitätskosten. So, um das zu optimieren, machen wir nichts anderes als ableiten und Null setzen. Also del GI nach AI. Sie sehen, dann haben wir hier stehen 1 minus 2 C AI. Und das müssen wir Null setzen. Und wenn wir das Null setzen und auflösen nach AI, kriegen wir raus 1 durch 2c. Das ist die optimale individuelle Arbeitsleistung. Die optimale Arbeitsleistung, die der zum Beispiel der Ingenieur einsetzen sollte, wenn er selber die Firma gegründet hat. Und daraus kann man dann den maximalen Gewinn auch ableiten, indem wir einfach einsetzen. GI von AI Dach ist also 1 durch 2c, das ist das hier, minus c mal 1 durch 4c Quadrat. Das ist das hier. Und Sie sehen, das c kürzt sich jeweils weg. Dann steht da 1 durch 2c minus 1 durch 4c ist nichts anderes als 1 durch 4c. Und um dann letztendlich auf den Gesamtgewinn zu kommen, müssen wir das Ganze verdoppeln, weil das ist ja nur der Gewinn, das, den der Einzelne macht. Also das hier, ne? G Dach ist dann nichts anderes als 2 mal GI Dach oder auch G1 Dach plus G2 Dach ist 1 durch 2c. Das ist der optimale Gewinn ohne Teamproduktion.